Toxische Männlichkeit, toxisches Verhalten. Diese und ähnliche Begriffe findet man seit einiger Zeit sehr oft in den Medien. J.K. Rowling und der Philosoph Richard David Brecht wurden genauso schon mit dem Attribut versehen wie Donald Trump. Zu Recht oder zu Unrecht, der häufige Gebrauch verwässert den Begriff. Dabei gibt es sie, die echten toxischen Menschen. Und für Menschen, die ihnen nahe sind, können sie eine echte Gefahr darstellen. Wir möchten heute über das Thema toxische Menschen reden. Genauer über den Umgang mit ihnen. Die Professorin für soziale Arbeit, Dr. Daniela Vogt, hat sich seit langem mit dem Thema befasst und ihr Wissen nun im Buch Gesunder Umgang mit toxischen Menschen für Dummies zusammengefasst. Heute gibt sie uns schon mal einen kleinen Einblick, was einen toxischen Menschen ausmacht und wie man ihnen begegnen kann. Frau Dr. Vogt, danke erstmal, dass Sie uns mal wieder Rede und Antwort stehen. Was ist das eigentlich genau, ein toxischer Mensch? Ist das ein psychisch gestörter Mensch? Was genau eigentlich toxisch ist, lässt sich wissenschaftlich schon gar nicht sagen. Jeder von uns kennt aber wahrscheinlich die ein oder andere Person, die Gift für ihn ist. Und genau das ist damit gemeint, nämlich Menschen, die uns nicht gut tun. Und für alle die ist dieser Label dann auch richtig. Ob sie für andere Menschen auch toxisch sind, ist dabei erstmal nebensächlich. Es geht immer um uns und die Dynamik miteinander. Und an der Stelle gibt es eine ganze Menge Menschen, die unseren Weg kreuzen und uns einfach nicht gut tun. Und das ist nicht ein einmaliger Streit oder ein Missverständnis, sondern eine dauerhaft schädigende Beziehung. Diese Menschen können wir dann ruhig als toxisch bezeichnen. Aber natürlich gilt es zu unterscheiden, ob das eine psychische Störung ist. Sie kennen ja bestimmt den Begriff Narzisst oder er oder sie ist ein Narzisst. Oder aber, ob es eine 1-zu-1-Beziehung ist, wo uns ein Mensch einfach nicht gut tut. Und das soll damit auch nicht verharmlost werden. Narzissmus, Soziopathen und Psychopathen gehören dann doch zu den Persönlichkeitsstörungen. Und die sollte doch dann bitte eine Fachkraft diagnostizieren. So oder so, Menschen, die uns nicht gut tun, müssen aus unserem Leben raus. Und das ist ein Punkt von gesunder Umgang mit toxischen Menschen. Ist ein toxischer Mensch grundsätzlich auch gewalttätig? Die ernüchternde Wahrheit heißt ja, aber meist nicht körperlich. Toxische Menschen sind sehr oft meisterlich darin, in emotionaler oder auch psychischer Gewalt gegenüber anderen. Und das ist eine sehr heimtückische Sache, weil natürlich sehen wir die Wunden nicht auf den ersten Blick und können auch dementsprechend nicht sofort helfen oder eingreifen. Aber emotionale Gewalt, und da gehört toxisches Verhalten ganz klar dazu, hinterlässt tiefe Spuren und Narben und Verwundungen bei den Opfern. Oft sind sie über Jahre noch geprägt von diesen Erfahrungen. Emotionale Gewalt, die toxische Menschen ausüben, ist einerseits sehr wohl unsichtbar, auf der anderen Seite handelt sie aber deutliche Konsequenzen. Zumeist beginnt es mit Worten, die ganz liebevoll sind und dann aber eine Kehrtwende machen. Seien Sie auf der Hut, wenn Sie Sachen hören wie "Es wird dich keiner so lieben wie ich. Niemand würde dir je vertrauen. Du bist zu sensibel, du solltest dich mal ein bisschen lockerer machen. Du wirst es ohne mich nie schaffen." Und all das ist nur der Anfang von emotionaler Gewalt, die toxische Menschen meisterlich auf ihre Opfer übertragen. Ist sich der toxische Mensch bewusst, dass er anderen schadet? Oder merkt er oder sie es nicht einmal? Vielleicht wäre es sogar tröstlich, wenn Menschen, die toxisch sind, tatsächlich nicht merken, wie sie anderen schaden und dies vielleicht nicht bewusst herbeiführen. Vielleicht sind die Menschen, die es nicht merken und die darauf reagieren, wenn wir sie ansprechen oder ihnen sagen, es tut mir nicht gut, was du da machst, auch gar nicht unter dem Label toxisch zusammenzufassen. Die Psychologie versucht es etwas anders. Sie nennt das Ganze mittlerweile den Dark Faktor. Dazu gibt es auch zahlreiche Selbsttests im Netz, wo wir uns orientieren können, ob jemand in die Richtung Dark Faktor geht, also wirklich toxisch ist, oder vielleicht einfach nur tump oder Dinge nicht bemerkt.
Die Definition in der Psychologie ist relativ klar von toxischen Menschen oder dysfunktionalen Beziehungen oder Menschen, die große Anteile des Dark-Faktors haben. Der besagt nämlich, das sind Menschen, die rücksichtslos ihr eigenes Interesse verfolgen, auch wenn es anderen schadet, und die dazu neigen, Überzeugungen zu haben, die ihr Verhalten in positives Licht rücken. Klammer auf, und allen anderen bedingungslos schaden und sie unterordnen. Und genau an der Stelle sind wir an dem Punkt, wo wir leider nicht mehr sagen können, dass toxische Menschen ihr Verhalten vielleicht nicht bemerken. Ihr Buch heißt ja Gesunder Umgang mit toxischen Menschen für Dummies. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, einen gesunden Umgang mit so einem Menschen zu pflegen. Ist nicht der einzige mögliche Weg die Flucht? Die Frage, ob es überhaupt einen gesunden Umgang mit toxischen Menschen gibt, ist durchaus berechtigt. Und an dieser Stelle soll es natürlich niemanden und seine Erfahrungen geringschätzen oder sagen, du kannst auch gesund damit umgehen. Die viel größere Frage ist, wir werden immer wieder in unserem Leben mit toxischem Verhalten und toxischen Menschen konfrontiert. Der beste Weg ist und wäre, die alle aus unserem Leben zu kicken. Manchmal geht es aber nicht. Und manchmal sind wir auch noch selber in toxischen Beziehungen oder über Jahre haben die ganzen toxischen Erlebnisse ihre Folgen hinterlassen. So oder so ist ein gesunder Umgang die Voraussetzung für eine Heilung. Vielleicht auch, um sich anzuschauen, wie kann ich mich trennen, um dann zu heilen. Es wird unterschiedliche Methoden geben, wie wir selber heilen können und toxische Menschen aus unserem Leben verbannen. Und selbst wenn er oder sie in unserem Leben bleiben muss, zum Beispiel weil wir Kinder haben oder andere gemeinsame Verpflichtungen, findet sich in gesunden Umgang mit toxischen Menschen der ein oder andere Tipp wie Grey Rock, Yellow Rock oder aber No Contact, um unser Leben wieder ins rechte Licht zu rücken und das Leben zu haben, was wir verdienen und letztlich glücklich zu sein. Wie kamen Sie überhaupt dazu, sich mit diesem Thema zu befassen? Seit mehr als 25 Jahren berate, coache und helfe ich Menschen in dysfunktionalen Beziehungen. In der sozialen Arbeit ist es fast mehr als die Hälfte der Fälle, dass wir eine dysfunktionale Beziehung haben, die in irgendeiner Form einer Person schadet. Heute würde man das mit dem Label toxisch überschreiben. Und das ist auch genau der Grund, warum ich seit vielen, vielen Jahren mich mit Toxen und den Folgen von toxischem Verhalten beschäftige und versuche, gemeinsam mit meinen Klienten, Klientinnen und oder Beratungskunden, Kundinnen in irgendeiner Form einen gesunden Umgang zu finden. Es kann ja nicht sein, dass ein toxischer Mensch derart schädlich für uns ist, dass wir danach nicht das Leben führen können, was wir eigentlich verdienen. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein, und deswegen habe ich mich mit diesem Buch beschäftigt und mit diesem Thema beschäftigt und hoffe und weiß, dass alle Tipps, die darin enthalten sind und zum Teil wahre Geschichten, hilfreich sind auf dem Weg, um zu wissen, Sie sind nicht allein. Und es gibt einen Ausweg, egal wie viele Jahre sie schon in toxischen Bezügen leben. Wer kann zum Opfer eines toxischen Menschen werden? Die einfache Antwort ist jeder und jede. Es ist einfach nur eine Frage, wer uns gegenüber sitzt. Und vor allen Dingen toxische Menschen konzentrieren sich sehr gerne auf die starken Menschen, auf die Menschen, die Potenzial und Qualitäten haben. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es natürlich für die toxischen Menschen auch einen großen Nutzen hat. Der Irrglaube, dass nicht jeder Opfer von toxischen Menschen werden kann, den sehe ich immer wieder bei meiner Arbeit jeden Tag. Die erste Frage, die den meisten gestellt wird, ist, wie konnte das passieren? Wie konntest du da nur nicht hinsehen? Wie? Das ist völlig hinfällig und albern. Jeder von uns kann Opfer werden. Die Frage ist einfach nur, ob wir auf jemanden treffen, der für uns den passenden Schlüssel hat. Und genau an der Stelle ist es auch ganz oft so, dass die Opfer von toxischen Menschen sich schämen und lange Zeit einfach nicht trauen, darüber zu sprechen.
oder weil die toxischen Menschen ja so nett zu ihrem Umfeld sind, auf völliges Unverständnis treffen. Jeder von uns kann Opfer werden und jeder sollte mal genau hinhören, wenn jemand erzählt, dass er mit einem toxischen Menschen zu tun hat. Auch wenn es ein Label sein könnte. Wir können alle Opfer werden und wir kommen auch gemeinsam wieder raus. Wen möchten Sie mit Ihrem Buch ansprechen? Wer sollte es lesen? Es war mir eine Herzensangelegenheit, dieses Buch zu schreiben. Und zwar für alle Menschen, die das Gefühl haben, da tut mir jemand nicht gut. Und das ist natürlich erstmal eine ganz einfache Zusammenfassung, aber im Laufe der Jahre habe ich gesehen, was für Schäden toxisches Verhalten hinterlassen kann. Wie viele Jahre die Opfer immer noch unter den Traumata und Folgen leiden. Wie einem das Leben komplett versauen kann. Was für emotionale Gewalt und tiefe Narben es hinterlässt. Es gilt auch ein bisschen die Scham abzulegen. Jeder von uns kann Opfer werden und dieses Buch ist offen und ehrlich für alle diejenigen, die sich wünschen, nicht mehr in toxischen Beziehungen zu sein. Und wenn sie es schon sein müssen, dann zumindest einen gesunden Umgang damit zu finden. Für mich ist es wirklich wichtig, weil ich über die Jahre gesehen habe, wie viel dauerhaften Schaden toxische Menschen anrichten können. Und diese Macht sollten sie nicht haben, oder aber es gilt, Methoden zu finden, um dann wieder ein gutes Leben zu führen. Und ich würde mich freuen, wenn alle Menschen, die sich fragen, ob sie in toxischen Beziehungen leben oder aber es genau wissen oder vielleicht die ganzen schon verlassen haben, das Buch lesen und alle gemeinsam ein Stück weiterkommen, um wieder gesund mit sich selbst und anderen umzugehen. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.